Auch in den Autohäusern hat die Zeit der E-Mobilität begonnen. So wie hier im VW-Autohaus Hofmann und Wittmann in Ingolstadt. Was man hier zu sehen bekommt, ist echte Transformation. E-Mobilität ist dort kein Feigenblatt mehr, sondern die Umstellung läuft massiv und konkret. Der Absatz von Elektrofahrzeugen funktioniert dort und ist schon jetzt ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts. Warum? Weil man bei Hofmann und Wittmann das Thema Elektromobilität richtig ernst nimmt und den Interessenten genau das bietet, was es jetzt braucht. Information und intensive Beratung. Ja, Herr Blank, wie wird es jetzt geladen hier? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wir haben hier, wo normalerweise der Tank ist, den Anschluss für den Strom. Mhm. Haben hier auch schon den doppelten Anschluss, also den Stecker, wo man auch schnell laden kann. Ah, okay, das ist dieses CCS. Genau, Ladedose. Genau, okay. Genau. Der Stecker, den wo wir hier haben, das ist der Typ 2 Stecker. Das ist der normale Stecker, den wo man an die Ladesäulen auch immer findet. Ist jetzt bloß verriegelt, weil das Auto steht. Okay. Und wir haben dann eben hier auch eine Wallbox, wo dieser Stecker dran ist, damit man etwas schneller laden kann. Das ist dann die praktisch? Genau. Ne? Okay. Genau. Und diese kann ich dann einfach bei mir daheim installieren lassen, oder? Genau, die wird bei Ihnen installiert und dann kann man eben schneller laden. Mhm. Und wie gesagt, wenn Sie unterwegs sind an der Autobahn oder so, da gibt es dann diese Schnellladesäulen, die haben einen etwas größeren Stecker. Mhm. Und dann geht es auch wirklich so, dass man noch mal schneller laden kann, dann ist das Auto auf eine Stunde geladen. Das ist gut, das ist gut. Und Reichweite wären dann insgesamt 260 Kilometer? 260 Kilometer, genau. Okay. Wir erfinden uns gerade neu. Der ganze Auftritt von Volkswagen, das New Brand Design, aber auch die ganze Produktstrategie der Zukunft. Ab nächstes Jahr starten wir mit der ID-Family. Kommt viel Großes auf uns zu. Das sind vollelektrische Fahrzeuge, die auf einer sogenannten MEB-Plattform konzipiert worden sind. Aber das kommt nicht ganz neu, sondern wir sind auch jetzt schon zwischenzeitlich sehr, sehr erfolgreich unterwegs mit Elektrofahrzeugen. Wir haben heuer eine Verkaufsquote, wenn ich das Ganze mal für die Marke PKW ins Volumen setze, von knapp 8%, 8,5% ist der Anteil heuer schon bei uns im Haus. Das heißt, unsere Kunden gewöhnen sich dran, wir tun sehr viel dafür. Und die Akzeptanz, der gesellschaftliche Wandel ist da aus meiner Sicht. Auch für den Gewerbebereich gibt es nun ein brauchbares Angebot. Lange erwartet wurden zum Beispiel E-Transporter. Jetzt sind sie da. Die Bandbreite von E-Fahrzeugen wächst. Doch dabei beließ es Geschäftsführer Andreas Reiser nicht. Er holte auch die ganze Erzeugung und Speicherung von regenerativer Energie in sein Autohaus hinein. Dietmar Hergesell von der Firma Pure Energien bietet den interessierten E-Mobilitätskunden auch die Möglichkeit, neben dem E-Fahrzeug gleich die Beschaffung von Energie zu erledigen. Mit einem Hauskraftwerk im Keller und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach lässt sich nämlich zu Hause Energie für den Bedarf an Komfortstrom, Wärme und Mobilität organisieren. Die sogenannte Sektorenkopplung. Der Clou dabei? Im VW-Autohaus kann man die Beratung für alle Komponenten bekommen und wenn man will, auch bestellen. So bekommt man alles tatsächlich aus einer Hand. Der Reiser hier im Autohaus Hofmann & Wittmann hat uns also die Chance gegeben, direkt die Hauskraftwerke, die Sektorenkopplung und Mobilität den Kunden erleben zu lassen. Das finde ich wirklich super. Also es ist ein Vorreiter in diesem Bereich aus meiner Sicht und wir haben dieses Angebot natürlich gern angenommen. Das Interesse ist sofort da. Mit der Energie vom eigenen Dach das Elektroauto aufladen. Diese Kombination leuchtet den Autohausbesuchern sofort ein. Normalerweise läuft alles streng getrennt. Man kann sich ein E-Auto kaufen, hat dann aber noch lange keine Eigenenergieproduktion zu Hause. Wir wollen die Büchse der Pandora öffnen und da nehme ich uns im Handel nicht raus. Wir haben vorher, und das kann ich meinen Kollegen, meinen ganzen Vertriebsteams auch nicht verdenken, die hatten gewisse Fragen natürlich nur sehr, sehr zögerlich auch gestellt. Denn letzten Endes will der Verkäufer natürlich oder der Verkaufsberater, der sein Auto verkauft, und wenn er zu Fragen, die er stellt oder auch beim Kunden hinterfragt, nicht die richtigen Antworten hat, bringt er sich natürlich womöglich selbst aus dem Geschäft. Wobei viele Kunden tatsächlich auch zwischenzeitlich sehr tief und tiefgründiger informiert sind, als wir im Detail im Einzelfall sind.
Jetzt versuchen wir es anders zu machen. Also wir hinterfragen sehr genau, ab einem gewissen Beratungsgrad oder auch bei Interessenten zu diesen Antriebsarten, ob sie sich auch schon mal ums Drumherum Gedanken gemacht haben. Drumherum meine ich ganz konkret, wie lade ich zu Hause das Fahrzeug? Bin ich vielleicht sogar jetzt schon in der Lage, den Strom selbst zu produzieren, zu speichern, sinnvoll mit Lademanagementsystemen in der richtigen Geschwindigkeit ans Fahrzeug abzugeben? Und wie bringe ich da vielleicht sogar zu Hause noch in meinem eigenen Heimsystem, in unserem Hauskraftwerk, Sie haben dort hinten, glaube ich, schon ein bisschen was gesehen, auch sinnvoll ein, um diese grüne Produktion, die gerade auch im Volkswagen-Konzern ab nächstes Jahr passiert, also die ID-Fahrzeuge sind zu 100% grün bilanziert, dass wir das auch fortführen. Und auch dort ist inzwischen sehr, sehr viel mehr Akzeptanz da als noch in der Vergangenheit. Viele Leute wollen das und es muss gar nicht unbedingt teurer sein. Und genau das setzen wir an. Wir hinterfragen das beim Kunden in den Verkaufsgesprächen oder auch wenn Interessenten ins Haus kommen, die erstmals zu Hause die Strukturen schaffen wollen und noch gar nicht wissen, in welche Richtung die Fahrzeuge gehen. Auch das ist so ein Bereich, wo wir die Beratung auch im Autohaus haben und dann auch dort ansetzen. Und man stellt fest, wenn man es mal tatsächlich nachrechnet, aber deswegen haben wir die Profis im Haus, dass trotz der Investition auch in Heimstrukturen der monatliche Bedarf, der Finanzbedarf gar nicht höher ist. Ganz im Gegenteil, der ist erheblich geringer. Wir haben mehrere Modelle. Beim E-Up haben wir jetzt aktuell hier, ist jetzt unser kleinster und hat 260 Kilometer Reichweite, ja, hat verschiedene Lademöglichkeiten von der Stärke her. Und wie lange dauert sowas, bis das aufgeladen ist? Kommt immer darauf an, wo man sich den Strom zieht, ob von der Haussteckdose, von der Wallbox oder von der Schnellladesäule. Mhm. Ich sag mal, wenn man zu Hause eine Wallbox installieren lässt, wird man so bei gut 5 Stunden liegen. Mhm. Das ist dann eigentlich so das, wo man über Nacht auch gut laden kann, am nächsten Tag wieder fahren kann und wo die meisten viel mobil sind damit. Also wenn ich das abends anstecke und ich schlafen gehe, am nächsten Tag kann ich ganz normal ins Auto einsteigen und erst wieder vollgeladen. Genau. Ganz normal an die Haussteckdose. Ja, es gibt, wie gesagt, diese Wallboxen, die optimieren das Ganze, dass es auch ein bisschen schneller geht. Und die sollte man sich schon zu Hause installieren lassen, dass er eben mehr Strom auch aus dem Netz ziehen kann. Welche Lösungen gibt es da? Haben Sie da irgendwelche Informationen für uns, beziehungsweise für mich? Ja, also wir haben einen Anbieter im Haus, mit dem kann ich Sie dann mal ins Gespräch bringen. Der bietet auch Lösungen fürs Haus, von der Ladesäule bis über Photovoltaik für das Ganze. Das wäre sehr interessant, weil es gehört ja irgendwie mit dazu, ne? Genau. Also wir wollen da eine Komplettlösung bieten und von dem her haben wir uns da eben Partner ins Haus geholt, dass das funktioniert. Früher verkaufte man hier vor allem Verbrennerfahrzeuge. Und jetzt gibt es das gesamte Sortiment der zukünftigen Mobilität und Energiewende. Ja, hier treffen halt einfach zwei Welten zusammen. Dass die E-Mobilität gut ist, ist klar. Ja, viele Leute interessieren sich für die E-Mobilität. Aber dann geht es ja weiter. Wo lade ich? Und aus der Erfahrung, die wir jetzt so machen, ist es einfach so, dass die Leute aus meiner persönlichen Sicht, die mag jetzt vielleicht nicht unbedingt richtig sein, aber meine persönliche Sicht ist, dass sie zu 80% zu Hause und in der Arbeit laden werden und nur 20%, wenn sie vielleicht mal irgendwo hinfahren, in die öffentliche Station benutzen werden. Also das heißt, der ganz klassische E-Autokäufer ist auf jeden Fall ein Eigenheimbesitzer. Volkswagen geht mit Volldampf in die Elektromobilität und begreift die Thematik nicht isoliert, sondern übergreifend. Und sieht auch den Bedarf an Eigenenergieproduktion. Wir wollen einfach, dass unsere Kunden hier ein Rundum-Paket bekommen. Von der eine Weg Mobilitätsanfrage hin zur Struktur, zur Energieerzeugung und zum Laden auch, dieses sogenannte Home-Kraftwerk. Aber auch andererseits, wenn sich Immobilienbesitzer darum bemühen, für die Zukunft diese Strukturen zu schaffen, will ich auch natürlich dort gleich mit den richtigen Produkten am richtigen Ort sein. Ja. Ja, und diese Wallbox, Herr Plank, das ist praktisch das Teil hier. Genau, das wird bei Ihnen zu Hause im Carport oder in der Garage installiert und ist dann eben dieser Stecker mit dran, der wo eingehängt werden kann, ist genormt und damit können Sie dann das Auto wirklich schnell und gut laden. Okay. Das ist eine saubere Sache.
Und da hängt der Strom immer dran, also man schaltet ihn hier nirgendwo aus oder sonstiges, steckt einfach und er zieht dann nur den Strom, wenn ich es tatsächlich anstecke. Genau, Sie können es auch per App steuern, also es ist eine App dabei, da können Sie dann selber steuern, es als Laden starten und stoppen, mhm. können das Auto vorklimatisieren, vorheizen schon mit dem Strom von der Wallbox okay. und brauchen dann eben keinen Strom vom Auto, dass die Reichweite runtergeht. Okay. Genau. Das ist eine gute Lösung. Ja, mhm. genau. Den VW e-Up gibt es schon für rund 16.000 Euro. Und dann fängt das Sparen so richtig an. Bei der Beratung wird es vorgerechnet. Sie interessieren sich für ein Elektroauto und möchten das vernünftig laden. Da geht es dann quasi um die Sektorenkupplung, mhm. um einfach quasi die E-Mobilität, die Stromerzeugung zu Hause so gut wie möglich abzudecken und eventuell auch noch das Brauchwasser anhand von elektrischem Strom quasi auch noch sinnvoll zu nutzen. Jetzt brauche ich zuerst mal von Ihnen ein paar Daten, damit wir überhaupt anfangen können. Name Hammer, Henkel. Jawohl. So, Sie haben ein Einfamilienhaus. Einfamilienhaus? Mhm. Wie viele Personen wohnen denn im Haushalt? Ich, meine Frau und zwei Kinder. Und zwei Kinder, sind vier Personen. Was haben Sie denn für einen Stromverbrauch jährlich, circa? Ich würde sagen, so an die 5000 Kilowattstunden. Ja. Circa 5000 Kilowattstunden. Wie schon gesagt, 16.000 Euro für ein komplettes VW-Elektroauto inklusive Batterie. Dafür gibt es ein vollwertiges Fahrzeug. Der Einstieg ist also nicht mehr teuer. Das Fahrzeug würde mich ungefähr 16.000 Euro kosten, roundabout. Sind dann die abzüglichen Kosten schon, was Sie vom ja. Staat und vom, ja. von VW direkt bekommen, schon die sind abgezogen? Genau. Okay. Das wäre das, was ich bezahlen müsste. Okay. Schreibt man hier einfach mal die 16.000 mhm. Euro, was Ihnen das Auto kosten mhm. würde. Jetzt sind wir hier. So, ich rechne das jetzt einfach mal auf eine Rate auf 10 Jahre hingerechnet, also in dem Faktor 10 zu 1000. Mhm. Und sind das Auto eine monatliche Rate ca. bei 160 Euro. Mhm. Bei einer PV-Anlage mit Wallbox, mit Speicher, um sie so autark wie möglich hinzubekommen, müssen Sie circa mit einem Bruttopreis rechnen, nageln Sie mich nicht fest, aber circa 28.000 Euro. Wenn man da davon die Rate auch auf 10 Jahre dann wiederum rechnet, sind wir bei 280 Euro. Und am Gesamtinvest haben wir dann quasi bei den 16.000 und 28.000 Euro von 44.000 Euro, was da auf einmal auf Sie zukommen würden. Mhm. Wäre circa eine monatliche Rate über 10 Jahre von 440 Euro. Ja. Jetzt rechnen wir einfach mal Einsparungen ein, was für Vorteile ein Elektroauto mit Kombination in der Sektorenkupplung mit dem Hauskraftwerk Sie denn für Vorteile haben. Kraftstoff rechnen wir einfach mal zurzeit. Spritpreis liegt bei 1,40 Euro, der Benziner. Ja. Ist so ein guter Mittelwert. Ja. Auto wahrscheinlich die gleiche Größe wie ein E-Amp, verbraucht 6 Liter. Macht quasi auf 100 Kilometer 8,40 Euro. Mhm. Dann quasi die 8,40 Euro auf 1000 Kilometer gerechnet, brauchen Sie 84 Euro Sprit für 1000 Kilometer. Ja. Nehmen wir doch einfach mal die 84.000 Kilometer, Fahrleistung 20.000, kommt das hin? Ja, 20.000 ungefähr, Kilometer. Ja. Mhm. Die 20.000 Kilometer, dann haben Sie Spritkosten auf die 20.000 Kilometer von 1.680 Euro, was Sie dort dafür haben. Allein für Ihr Auto, was Sie jetzt bisher haben. Jetzt gar nicht so wenig. Ne? Gar nicht so wenig. Ist doch ein ganz schöner Batzen. Merkt man ja nicht, wenn man so immer mal tankt. Ne? Genau, immer die 84 ja. Euro irgendwie ja. tankt oder 60 Euro tankt, fällt es gar nicht auf. Jetzt nehmen wir einfach mal die Kosten vom Sprit und rechne, gehen wir von den Kosten aus. Ein Elektroauto können Sie mit Ihrer PV-Anlage, mhm. dem Hauskraftwerk und einer Wallbox
sage ich jetzt einfach mal, zu 80% kostenneutral, also für umsonst tanken, wenn man es intelligent anstellt. Rechnen wir einfach mal mit 80%, denn Sie fahren vielleicht einmal in Urlaub, besuchen vielleicht einmal einen Freund, der etwas weiter weg wohnt, wo Sie öffentlich tanken und bezahlen. Nehmen wir da einfach mal einen Richtwert von 80%, dann kommen wir hier auf 1.344 Euro, was Sie sich einsparen gegenüber Ihrem Benziner. Das sind dann quasi eine Einsparung von 112 Euro pro Monat auf ein Jahr gesehen. Kfz-Steuer. Was kostet so ein kleines Kfz-Fahrzeug? Ich denke mal so 200, 250 Euro. Kann man rechnen, ja. Elektroautos sind Sie davon befreit. Ja. Also sparen wir uns die 200 Euro. Sparen wir uns quasi auch ein. Das sind dann umgerechnet 200 Euro geteilt durch 12. Sind es jeden Monat 16,66 Euro, was Sie sich an Steuer umgerechnet sparen. Laufende Wartung. Ja, ist schon auch immer ein Betrag. Ne? Ist auch immer ein Betrag. Ja. Also aus Erfahrungen her, wir haben, fahren auch ein Elektroauto, da kostet ein Elektroauto die große Inspektion bis mit rund 200 Euro locker dabei. Ich denke mal, Sie zahlen 400, ja. 450 ja. aus Erfahrungswerte. Ja. Dann sparen wir uns die 250 Euro hier ein und das wieder auf die 12, dann sind es wieder 20,80 Euro, was wir uns einsparen an der laufenden Wartungskosten. Jetzt kommt der besondere Benefit, denn die PV-Anlage auf dem Dach deckt mit dem Hauskraftwerk nicht nur den Strombedarf für das neue Elektroauto ab, sondern auch noch für zu Hause den Bedarf für Komfortstrom und Wärme. Außerdem speist man auch noch Strom in das Netz ein, welches Geld durch die Einspeisevergütung erwirtschaftet. Derzeitige Stromkosten, Stromverbrauch, haben Sie mir gesagt, das sind 5000 Kilowattstunden, ja. 28 Cent, müssten wir bei 1400 Euro liegen. 1400 Euro, davon nutzen wir 70%. Also wenn wir es richtig hinbekommen, eine vernünftige Auslegung für Sie hinbekommen, kriegen wir Sie zwischen 70% und 80% autark hin. Sprich, Sie sind zu 70% bis 80% vom Netzbetreiber unabhängig. Mhm. Das wäre in dem Fall dann die 980 Euro und die dann quasi 980 durch die 12 sind wieder eine Einsparung von 81,67. So, wenn wir das in einem Gesamtpaket machen und Sie holen sich die Mehrwertsteuer von der PV-Anlage nach 6 Wochen wieder zurück, das können Sie machen, dann können Sie die Mehrwertsteuer, was Sie da zurückbekommen, gleich als Sondertilgung auch in die Fahrzeugrate mit reinnehmen. Das wären bei 28.000 Euro Gesamtinvest von der PV wären das rund 4.470 Euro. Das würde am Autokaufspreis würden das 27,9% vom Kaufpreis ausmachen. Und dann haben wir hier diese Einsparung wieder bei 44,70 Cent. So, und wenn wir jetzt noch vielleicht ihre Heizkosten an Gas noch einsparen treffen können, in der richtigen Sektorenkupplung könnte man zum Beispiel ihr Warmwasser im Sommer mit Überschussstrom aufbereiten. Und so auch ca. 20-25% ihrer Heizkosten noch. Auch noch? Senken. Das wäre dann quasi den Ball voll ins Rund zu machen, um eine vernünftige Sektorenkupplung in Ihrem Fall mit Warmwasser, Elektromobilität und Eigenbedarf an Strom rund zum Hinbekommen. Mhm. Was haben Sie denn für Heizkosten? Ca. 1400, 1500 Euro?
Irgendwie mal sowas in der Richtung. 1500 Euro. Ja, ja. 1500 Euro rechnen wir mal pauschal mit 25%. Das sind 375 Euro. 375 Euro ergibt dann quasi auf die 10 Jahre betrachtet oder eine monatliche Einsparung auf den Monat hingesehen. Noch einmal 31,25 Euro gespart. Es läppert sich eine gewaltige Summe zusammen, was die Rate für das E-Auto, PV-Anlage und Hauskraftwerk kräftig drückt. Dann hätten wir hier eine monatliche Rate von unter 100 Euro für ein Invest von einem Elektroauto, eine PV-Anlage mit Stromspeicher, eine Wallbox, ein Heizstab, um sie nach 10 Jahren und nach 10 Jahren gehört ihnen alles. Also das heißt, obwohl ich 28.000 Euro mehr ausgebe, zahle ich unterm Strich weniger. Zahlen Sie unterm Strich weniger. Das ist die Sektorenkopplung, wenn man sie von vornherein vernünftig plant, was man da dann damit für Einsparungen hat. Macht Sinn. Macht auf jeden Fall Macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Und dann würde ich schauen, schicken wir unseren Techniker raus. Unbedingt. Der schaut sich das Ganze mal vor Ort bei Ihnen an. Und genau. Dann treffen wir uns nochmal anhand der Daten, was unser Techniker mit nach Hause bringt. Ja. Nochmal vernünftig, konkret mit dem Angebot zusammen. Absolut. Wunderbar. So machen wir das. Ich bedanke mich. Ich habe zu danken. Schönen Tag. Durch die Eigenenergieproduktion deckt man also nicht nur den Energiebedarf für Komfortstrom und Wärme zu Hause ab, sondern drückt auch die Kosten für die Amortisation des Elektroautos. Und zu haben ist alles direkt im VW-Autohaus. Nur macht man sich selber mit dieser enormen Wirtschaftlichkeit das Geschäft mit den Verbrennern, mit welchen VW in der Vergangenheit so wahnsinnig erfolgreich war, nicht kaputt? Hat man mit pure Energien und Dietmar Hergesell, also den bösen Wolf, ins Haus gelassen? Ja, also ich glaube, wenn ich der böse Wolf wäre, wäre ich mit Sicherheit nicht hier, sondern ich denke, das ist eine gemeinschaftliche, riesige Chance. VW hat ja sich geoutet, dass sie E-Mobilität fördern wollen. Ich weiß, ich glaube, 7 Millionen Autos wollen sie auf die Straße bringen. Und da sind wir ein Dienstleister und ich glaube, dass wir uns da sehr gut ergänzen können. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Bei VW niemand mehr. Denn das Autohaus Hofmann und Wittmann in Ingolstadt zeigt, wie man sich der Thematik der E-Mobilität zukunftsorientiert und umfassend stellt. Ich will es nicht an Zufall überlassen. Ja. Wir tun das, was uns unsere Kunden, wozu uns unsere Kunden darum bemühen. Und diese Fragen werden mehr. Und ich finde es auch gut und ich will sie beantworten. Und ich will nicht hinterm Berg halten mit irgendwelchen Halbweisheiten. Also wir versuchen mit den ganzen Märchen, die es rund um die E-Mobilität gibt, aufzuräumen. Ne? Und stellen uns dem Thema. VW wird tatsächlich zum E-Mobilitätspartner und wird, ganz im Gegensatz zur schlafenden Konkurrenz, der neue, gute E-Mobilitätsstern auf allen Straßen. Wie sich die Zeiten doch ändern.